In meinem heutigen Video habe ich mich mal einem der bekanntesten und markantesten Bausätze von Faller angenommen. Der Villa im Tessin. Ich denke, jeder kennt das, hat das irgendwo schon mal gesehen. Von Faller wurde das Modell von 1961 angeboten und ich denke mir, auf jedem älteren Bild der damaligen Anlagen ist dieses Modell dann fast immer wieder vertreten. Ich weiß nicht genau, wie lange es gebaut wurde. Ich habe es im 1985er Katalog nicht mehr gefunden. Also ich denke mir, von 61 bis in die 80er Jahre wurde es auf jeden Fall von Faller angeboten. Und aufgrund der langen Bauzeit ist es natürlich sehr bekannt und sehr, sehr verbreitet. Für mich eines der schönsten Modelle und deswegen musste ich das natürlich auch auf meine kleine Anlage hier aufstellen. Da mir aber die normalen Farbgebungen nicht so gefallen haben, mir das immer zu bunt und zu modellmäßig war, habe ich das einfach mal komplett anders gestaltet. Die Originalvilla bzw. das Vorbild wurde von den Gebrüdern Aldo und Alberto Guschetti 1958 gebaut. Ich habe hier mal ein Originalbild aus einem Film rausgezogen und man kann hier sehen, dass diese typischen Schrägdächer, die auf dem Modell zu sehen sind, im Original gar nicht vorhanden waren. Und auch der Eingangsbereich mit der Treppe komplett anders gestaltet ist. Was ich mitbekommen habe, ist, dass die ganzen Anwohner in dem Dorf, wo das damals gebaut wurde, gar nicht so glücklich waren über diese Villa, weil es halt überhaupt nicht der traditionellen Bauart in dieser Gegend entsprach. Durch diesen ungewöhnlichen Baustil hatte man damals wohl das Problem, dass dann auch ständig irgendwelche Neugierigen vor dem Grundstück standen und sich das Haus anschauen wollten. Einer der beiden Faller-Brüder, Hermann Faller, hatte dann sich von seinem Architekten in Gütenbach im Schwarzwald nach dem Vorbild der Villa wohl seine eigene Villa konstruieren lassen. Hier habe ich auch wieder ein Bild aus dem Film rausgezogen. Man erkennt auf der linken Seite dann, dass das Schrägdach hier so leicht angedeutet ist, aber dass auch der Eingangsbereich und der untere Bereich komplett anders gestaltet sind als die Villa in Italien, beziehungsweise auch als das Modell. Und das Modell ist jetzt irgendwie so ein Kompromiss zwischen diesen beiden. Mir hat das ganz gut gefallen, diese relativ schlichte und einfache Farbgebung von dem original italienischen Vorbild. Aber auf die beiden Schrägdächer wollte ich nicht verzichten, denn ohne diese Schrägdächer sieht es dann auch wieder ein bisschen komisch aus, so dass ich jetzt hier meine eigene Variante von dem Faller-Klassiker 271 mir zusammengebastelt habe, beziehungsweise in erster Linie mit viel Farbe und Pinsel zu dem Modell, wie es mir jetzt einfach vorgeschwebt ist. Im Laufe der Zeit habe ich natürlich auch wieder irgendwelche Schnäppchen bei eBay gemacht und mir die fertig gebauten Modelle besorgt. Hier ist allerdings zu beachten, dass meistens irgendwelche Teile abgebrochen sind. Also meistens sind die Geländer weg, die Schornsteine oben, die Abdeckungen fehlen. Und was man hier auf dem Bild jetzt nicht so genau erkennen kann, sie sind meistens auch relativ schlecht geklebt und die Teile passen oft relativ schlecht zusammen. Ganz auffällig ist der Eingangsbereich, der nachher gar nicht so einfach zu bauen ist, was ich feststellen musste. So dass ich mit den Modellen jetzt auch nicht wirklich zufrieden war, sie auseinanderzunehmen, war mir auch zu kompliziert. Und deshalb habe ich die Gelegenheit genutzt, mir einen Bausatz zu besorgen. Das Modell wurde dann wohl in 2016 als Sondermodell aufgelegt. Hier in der alten Packung oben Faller Klassiker, vorne auch nur die Nummer 271 drauf. Und auf der Rückseite bzw. auf der Unterseite des Kartons dann die Sammler Edition Nummer 109271 und das Ganze erschien zum wohl 75. Jubiläum, wenn ich es richtig verstanden habe, in 2016. Beigelegt ist diesem Bausatz dann das Faller Modellbau Magazin bzw. der Nachdruck des Faller Modellbau Magazins Nummer 22 vom April 1961, wo die Villa 271 dann auf dem Titelblatt zu sehen ist, allerdings für mich ein bisschen enttäuschend. Im Innenteil findet sich nichts weiter darüber, also keinerlei Erklärung oder Vorstellung des Bausatzes, sondern sie ist definitiv nur auf dem Titelblatt damals abgebildet gewesen. Der Bausatz selbst war nachher gar nicht so einfach zusammenzubasteln. Liegt zum einen daran, dass ich jetzt auch länger nichts mehr gebaut habe und zum anderen an der zwar vorhandenen Bedienungsanleitung,
aber hier doch relativ vereinfacht dargestellt, beziehungsweise die Rückwände sind hier nicht mehr einzeln aufgeführt, sondern man muss dann immer so ein bisschen raten, wie die Teile zusammengesetzt sind, beziehungsweise in welche Richtung sie verdreht sind. Das habe ich in anderen Bauanleitungen schon besser gesehen. Zudem kommt, dass in der Bedienungsanleitung zwar die Teile nummeriert sind, allerdings an den Spritzlingen die angehängten Teile haben zum Großteil keine Nummern, sodass man auch hier ein bisschen raten muss. Man findet die ganzen Teile natürlich nachher, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und mit Ruhe rangeht. Zudem kommt, dass die Teile nicht immer unbedingt 100% passgenau sind, wobei ich nicht weiß, ob das damals einfach den Formen entsprach oder ob das prinzipiell so ist. Und ein bisschen die Komplexität des Bausatzes, das heißt diese Schrägstellungen oben der aufgesetzten Räume. Man muss also im Grunde genommen immer einen Teil fertig bauen und gucken, wenn das nächste dann schon mal auch dazugestellt ist, bevor man den ersten Teil verklebt, damit man hier diese Spaltmaße relativ gering hält. Angefangen habe ich aber natürlich wieder mit der Bodenplatte, die passende Bodenplatte, da sie bei mir auf die Anlage passt. Das Ganze dann hier kurz angezeichnet. Dann wieder eingeleimt. Dann erstmal außen mit Kies die Ränder wieder abgestreut. Dann für die Grasfläche wieder eingeleimt. Außen dann das Gras aufgebracht. Dann bin ich hingegangen, habe das Ganze mit Nadeln abgesteckt, dass es beim Trocknen mir nicht wieder die Platte so hochzieht wie beim letzten Mal. Um am nächsten Morgen festzustellen, dass die Nadeln nicht ausgereicht haben und die Platte sich trotzdem hochgezogen hat. Dann ein paar längere Grasbüschel aufgebracht, um noch ein paar Blumen zu pflanzen. Und damit war meine Bodenplatte dann erstmal fertig. Hier habe ich dann die ganzen Teile mal rausgezogen aus der Packung, um mir einen Überblick zu verschaffen, was da auf mich zukommt. Angefangen habe ich dann erstmal mit dem Entgraten der ganzen Bauteile. Und da gab es dann so einiges zu tun. Und dann habe ich angefangen, sämtliche Bauteile zu bepinseln, um diese Farbgebung da zu verändern. Hab dann das Gefühl gehabt, dass in der Außenfassade die Holzstruktur nicht ganz so perfekt eingeritzt ist. Hab das dann praktisch mit der Rückseite von meinem kleinen Cutter alles nachgeritzt, um die Struktur zu verstärken. Das Ganze dann nochmal mit der Drahtbürste gesäubert. Und dann ging's mit der Bemalung der Teile so richtig los. Und so habe ich dann Teil für Teil dem Ganzen diesen Plastikglanz genommen, um das so ein bisschen meinen Vorstellungen anzugleichen. Das Aufwendigste war dann diese vorgeprägte Backsteinstruktur, hier erstmal mit einer Grundierung versehen, um mit dann 4 oder 5 verschiedenen Grau- und Weißtönen die ganze Außenfassade praktisch neu zu gestalten. Nachdem das vollbracht war, kam ich dann als nächstes an die Bodenplatte. Und so sieht die erstmal in dem fertig eingefärbten Zustand aus. Und hier habe ich dann alle nachgefärbten Teile nochmal ausgebreitet. Fehlen allerdings diese rötlichen Fensterrahmen. Die hatte ich vergessen mit ins Bild zu legen. Die habe ich im Grunde komplett auch in Weiß gepinselt. Hier dann nochmal einen Passertest gemacht, ob auch die Bodenplatte richtig auf die Grundplatte passt. Dann musste ich nochmal hingehen und das eine oder andere mit einer kleinen Feile nochmal die Farbe wieder wegnehmen, damit die Teile, die jetzt aufgeklebt werden, nicht auf die Farbe geklebt werden, sondern natürlich hier Kunststoff auf Kunststoff geklebt wird, damit das Ganze besser hält. Das hätte ich mir natürlich sparen können, indem ich es vorher mir angeguckt hätte und ausgespart hätte, aber das mache ich dann beim nächsten Mal bestimmt besser. Dann habe ich noch einige überstehende, nicht genau passende Teile nochmal nachgefeilt. Und nachdem ich den ersten Teil geklebt hatte, werden dann die ganzen Spalten an den Kanten wieder verspachtelt, so wie ich das letztes Mal auch gemacht hatte. Das heißt, mit einer Kunststoffspachtel werden die ganzen Schlitze verspachtelt. Nachdem das getrocknet ist, wird das alles wieder abgefeilt. Und nachdem die Ecken wieder farblich nachbehandelt sind, sieht das Ganze so aus. Das Ganze nochmal von der anderen Seite und so geht's jetzt Stück für Stück weiter. Der zweite Teil im gleichen System aufgebaut, auch alles wieder verspachtelt und verklebt. Und so ist die untere Etage schon mal fertiggestellt. Jetzt hatte ich die Idee, die Fenster nicht mit den mitgelieferten
Drucken von innen zu versehen als Gardine, sondern mir eigentlich meine eigenen zu basteln, um das relativ neutral zu halten. Hab mir hier erstmal ein Pergamentpapier genommen, die Maße gezeichnet, das Ganze ausgeschnitten und doppelt gelegt, damit man nicht so gut durchgucken kann. Als eigentlichen Vorhangstoff habe ich mir dann die gute alte Mullbinde genommen, so wie man das früher auch gemacht hat. Ist aus dem alten Verbandskasten noch vorhanden, der Verbandskasten ist abgelaufen, also haben wir hier meterweise diese Mullbinde, beziehungsweise unseren neuen Vorhangstoff. Hab das dann miteinander verklebt, eingesetzt und so sieht dann das Ganze von außen aus. Ich musste dann allerdings feststellen, dass dieses Pergamentpapier nicht besonders stabil ist. Also habe ich mir eine alte dicke Folie rausgesucht aus meiner Bastelkiste, um das Pergamentpapier zu ersetzen. Hab diese dann auf Maß geschnitten für die Fenster. Um das Ganze nicht direkt an die Scheibe zu kleben und hier einen Abstand hinzubekommen, habe ich mir hier praktisch Wattestäbchen zerschnitten, um sie als Abstandshalter zu verwenden und danach meine neuen Gardinen aufgeklebt. Das Ganze ist dann wesentlich stabiler, sodass meine Pergamentpapierlösung hier sozusagen schon wieder in den Papierkorb wandert und ich habe jetzt mit diesen Folien die restlichen Vorhänge verarbeiten werde. Und so sieht das Ganze von oben aus. Auf der rechten Seite noch die Pergamentlösung. Hier auch ohne Vorhang, weil das diesen Garagenbereich da vorne betrifft. Und auf der linken Seite kann man hier, glaube ich, ganz gut erkennen, dass die Vorhänge einen gewissen Abstand zum Fenster haben, sodass das Ganze so eine gewisse Tiefe hat und das nicht so platt aussieht. Und so sind die beiden unteren Teile dann komplett mit den Gardinen versehen. Auf der linken Seite nach vorne hin nur eine reine Pergamentlösung. Und auf der rechten Seite kann man dann den Vorhangstoff bzw. die Mullbinde erkennen. Als nächstes bin ich dann zum oberen Stockwerk gekommen und musste hier dann feststellen, dass die Fenster nicht so ganz dicht waren. Ich habe mir dann schwarze Polystyrolstreifen geschnitten aus einer alten Polystyrolplatte in 0,5 mm, die ich noch von alten Bastelaktionen hier übrig hatte. Und habe die von hinten nochmal über die Spalten übergeklebt in der Hoffnung, dass das später, wenn es mal beleuchtet ist, dann nicht mehr so vom Licht her durchscheint. Und hier habe ich dann den ersten Teil vom ersten Stock oben aufgebracht. Parallel dazu habe ich dann schon mal den Gehweg gestreut bzw. geleimt und gestreut, damit das Ganze parallel schon mal trocknen kann, bevor ich nachher unten wieder den nächsten Grasschichten aufbringe. Und dann ging es im ersten Stock mit den Gardinen weiter. Gleiches System wie unten im Erdgeschoss, das heißt die Folie als Halter, die Mullbinde als Gardine und als Abstandshalter wieder die Wattestäbchenstäbe. Diese habe ich dann aber jeweils nur mit einem Klebepunkt befestigt, weil ich noch nicht sicher bin, ob ich im oberen Bereich eventuell noch eine Inneneinrichtung einbaue. Das war meine Grundidee. Was mich da jetzt ein bisschen davon abgehalten hat, ist, dass man ziemlich großen Durchsicht hat und auf der anderen Seite diese relativ groben, dicken Fensterteile natürlich dann auch sehen würde. Das heißt, man müsste im Grunde genommen innen hingehen und den ganzen Innenteil mit einer Verblendung versehen, beziehungsweise die Wände so kaschieren, dass man, wenn man schon reinschaut, nicht nur die Möbel sieht, sondern dass man auf der anderen Seite eigentlich auch einen feinen Fensterrahmen hat und nicht diese dicken Plastikklebeflächen sieht. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, deswegen ich werde es erstmal auf die Anlage stellen und schauen, ob man das im hinteren Bereich überhaupt erkennen kann, denn der Aufwand, eine Inneneinrichtung hier einzusetzen und das richtig ordentlich zu machen, ist meiner Ansicht nach riesengroß. Und wenn der Effekt nachher relativ gering ist, dass man im hinteren Bereich der Anlage das nicht wirklich sehen kann, dann werde ich das lassen. Das werde ich mir noch überlegen und mal schauen, was da draus wird. So, hier habe ich dann den ersten kompletten Teil vom ersten Stock fertig und ich denke mir, das sieht schon mal ganz passabel aus und man kann erkennen, wie das später mal so im Gesamteindruck wirken wird. Auf der linken Seite den zweiten Teil vom ersten Stock im gleichen System gebastelt wie der ganze Rest. Und eines der kritischsten Punkte ist für mich hier der Eingangsbereich, weil hier einfach drei Teile aufeinandertreffen vom relativ wackeligen Boden, die Treppe vorne. Diese ganzen Winkel sind relativ schwierig einzupassen, wenn man nicht alle Teile gleichzeitig verklebt. Und das habe ich mir jetzt auch erstmal aufgespart, weil ich noch nicht sicher bin, ob ich da ja noch eine Inneneinrichtung reinbringe. Deswegen sind die Teile erstmal nur so ineinander gesteckt und der Eingangsbereich ist relativ kritisch.
Im Endeffekt bin ich dann hingegangen, habe auf der rechten Seite diese leichte Schräge im Schwarz nochmal nachgeklebt aus einer Polystyrolplatte. Über der Tür, weiß nicht, ob man es sehen kann, war eine Öffnung, habe ich auch mit schwarzer Polystyrolplatte geschlossen. Und im Endeffekt passt das jetzt so einigermaßen und füllt diese ganzen Spalten auf, die ich noch hatte. Was hier vielleicht auch ein bisschen erklärt, dass dieser Eingangsbereich bei den älteren, schon fertig gekauften Gebäuden immer kritisch war, immer schief war. Auch diese weißen Verstrebungen meistens irgendwie falsch aufgeklebt waren. Für mich der kritischste Punkt, aber ich denke mir, so ist das ganz gut gelöst und so kann man das nachher lassen. Dann kamen noch die Geländer hinzu. Und das ist erstmal der erste Eindruck vom kompletten Modell. Dann habe ich die ganzen nicht geklebten Teile wieder abgenommen, um im Keller unten dann die weitere Begrünung auf die Grundplatte zu bringen. Gleicher Vorgang wie immer. So sieht das Ganze dann fertig aus. So, das ist dann die erste Variante von meiner persönlichen Vorstellung von der Villa im Tessin. Ich denke mir, ein schöner Kompromiss zwischen dem Modell der ursprünglichen extremen Farbgebung und dem Original. Ich werde das jetzt erstmal auf der Anlage anpassen bzw. einpassen. Werde mir das mal anschauen und habe dann immer noch die Option, hier eventuell die Beleuchtung bzw. eine Inneneinrichtung einzubauen. Das werde ich mir überlegen, ob sich der Aufwand lohnt. Jetzt bin ich erstmal ganz zufrieden. Das Ergebnis entspricht so ungefähr meinen Vorstellungen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, jetzt noch in anderen Varianten noch Bausätze nachzubauen, um das Ganze nochmal abzuwandeln. Da werde ich mal schauen, ob ich das eventuell noch mache. Aber für meine erste Variante, denke ich, ist das mal ganz gut gelungen. So, dann habe ich das Modell jetzt auf der Anlage integriert und das ist, was ich jetzt meinte. Ich habe halt nur die Möglichkeit, vom vorderen Bereich aus das Modell überhaupt zu sehen. Dadurch, dass meine Anlage ja sozusagen an drei Seiten eingebaut ist, sodass die Perspektive jetzt nur noch einmal von der rechten Seite zu sehen ist. Und hier einmal in der Frontalansicht, hier habe ich jetzt schon die Brücke zum Fotografieren weggenommen, damit man das überhaupt erkennen kann. Und deswegen bin ich noch nicht sicher, ob es sich hier lohnt, den Aufwand zu betreiben, um eine Inneneinrichtung einzubauen. Vielleicht dient das dem einen oder anderen als Idee oder als Ansporn, auch seine Modelle hier eventuell ein bisschen abzuwandeln. Mir hat es einerseits einen Haufen Spaß gemacht. Insgesamt waren das vielleicht 12 Stunden, die ich da dran rumgebastelt habe. Aber ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. So, das war's jetzt mit meiner persönlichen Variante, Version von dem Faller-Klassiker Villa im Tessin, dem Bausatz Nummer 271. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt's wieder mehr. Und bis gleich.